Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Satisfactory hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir müssen hier erstmal unsere rausgerissene Wand wieder erneuern. Wo ist er? Wall. So. Und dann steht die da erst wieder drin. Dann sehen wir das alles gar nicht mehr und freuen uns einfach, dass hier die ganze Zeit der Biokraftstoff oben ankommt. Und ja, ist schon ein bisschen was hochgekommen. Auf der anderen Seite kommt es auch schon an mittlerweile. Das finde ich gut. Und wir haben hier jede Menge Platz. Und jede Menge Platz bedeutet, dass wir jede Menge bauen können. Und wir werden hier jetzt eine Kraftwerk quasi, ja, eine Batterie an Kraftwerken hinbauen. Wir werden uns hier einen Gang lassen, wo wir durchgehen können. Und werden uns hier einen Gang lassen, wo wir durchgehen können. Und ansonsten bauen wir die auf Stoß. Und dann müssen wir da halt eben immer versuchen, die sinnvoll zu verkabeln. Das heißt also, wird pro jedes Paar kriegt immer einen Mast. Und dann geht es immer vom einen Mast zum nächsten nach vorne durch. Und dann müssen wir gucken, dass wir dann am Ende einen Mast oben aufs Dach kriegen. Und hier an dem Ende einen Mast oben aufs Dach kriegen. Und dann müssen wir halt eben so ein Dings hier mal rausreißen. Da ist dann halt eben die Stelle, wo da Stromkabel durchgeht. Ich weiß nicht, ob Stromkabel, wenn er denn gelegt ist, auch durch andere Sachen geht. Aber ich sehe schon, ich habe zu wenig Iron Plates für 25 Stück. Aber gut, wir werden hier eh mehr als 25 Stück reinkriegen und uns noch ein bisschen Material holen müssen. So, und zwar Biomasse-Burner wollen wir jetzt mal bauen. Und zwar kann der erstmal so nah wie möglich da dran. Und ich würde sagen, wir stellen die so hin, dass der Tritt immer in unsere Richtung guckt, wo der Gang ist. So. So, dann machen wir den ersten hier hin. Füllen auf Stoß, den zweiten hier. Den dritten hier. Hier. Fünf. Sechs. Sieben. Ah, und der achte geht sich nicht mehr aus hier, ne? Ne, der geht sich nicht mehr aus, weil wegen Platz. Okay. Gut, hätten wir es jetzt ein bisschen weiter vorne angefangen, wären sich 8 pro Reihe ausgegangen. Naja, gut, macht nichts. Aber 7 pro Reihe reicht ja auch erstmal aus. So, dann werden wir hier drüben auf der anderen Seite natürlich jetzt 7 pro Reihe stellen. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7. So, und dann müssen wir uns hier den Gang lassen, ne? Und dann müssen wir mal gucken, dass wir die so hinstellen, dass der dann mittig auf dieser Platte anfängt. Da direkt noch einen daneben gestellt bekomme. So, und den würde ich dann gerne so versetzt genauso aufbauen. So. Ich glaube, der letzte, der ist jetzt ein bisschen weit nach hinten gerutscht. Da habe ich nicht aufgepasst. So. So. Ah, jetzt fehlen mir schon die Eisenplatten. Alles klar. Ich glaube aber, der hinterste, der steht jetzt ein weiter hinten. Der ist aus dem Kurs, oder? Ist er nicht aus dem Kurs? Nee, der sieht doch gar nicht mehr so aus dem Kurs aus. Alles klar. Gut. Also, wir müssen noch ein paar Eisenplatten holen. Haben aber jetzt hier oben natürlich schon mal ordentlich hingebaut. Jetzt müssen wir ganz kurz, genau, Eisenplatten und brauchen wir für die Strommasten, was brauche ich ja nicht dafür. Kuh, also ein Powerpole, da brauchen wir Rods, Wire und Beton, okay. Also müssen wir noch ein paar Rods wieder mitnehmen. So. Ja, aus dem Treppenhaus hier hinten raus kommen wir ja nicht. Ach, will mal kommen. Dann. Geht sogar. Okay, na gut, das sieht so doof aus, aber es würde gehen. Das heißt, wir werden hier mal eine Wall mit einer einzelnen Tür einbauen, die durchaus in der Mitte ist. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Und dann kann man hier durchlaufen. Sieht, da stößt man sich ein bisschen den Kopf dran. Naja, gut. Okay. Aber wir sind klein genug, um da durchzukommen. So, jetzt müssen wir natürlich hier irgendwo hier einen passenden Weg finden, wo wir hier runterkommen. Also müssen wir hier irgendwann mal eine Rampe runterbauen, dass wir dann hier hinten rüberkommen. Juhu! Wait. Oh, das war mal. Ich hätte jetzt schon gedacht, ich breche mir jetzt die Haxen. Wo will ich überhaupt hin? Ich will hier hin. Ich brauche Rods und ich brauche anderes Gedöns. Moment. Rods nehmen wir noch ein paar mit. Und wir nehmen uns natürlich noch jede Menge Platten mit, die ich brauche. Das sieht schon mal ganz gut aus. So, kann ich jetzt hier wieder. Warte mal. Hat funktioniert? Okay. Gut, dann haben wir ja sogar einen Ausgang ins Treppenhaus und dann sieht man halt eben genau da, wo die Dings sind, wo diese
Na gut, dann sind die von außen markiert, ne? Wenn man das mal abreißen will, dass man weiß, okay, da ist noch was innen dran. Ne? Hm, vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, ich weiß gar nicht, wenn man die jetzt abreißt, ob denn die Förderbänder verschwinden, ne? Oder ob die Förderbänder dann bestehen bleiben. Das wäre natürlich cool, ne? Reißt es ab und die Förderbänder bleiben bestehen? Hm, naja. Wäre auch ein Sprung cheaten, ne? Hm. Muss man ja dann immer so nachher sagen. Wäre ein Sprung cheaten. So. Die Frage ist... Ja, ich habe genug von allem. Ich kann jetzt hier Biomasse-Burner bauen, bis ich nicht mehr... bis ich keinen Platz mehr habe. Das heißt, das wird ja gleich eintreten, der Fall. Ja, guck mal, den könnten wir nochmal einen weiterdrehen hier. Ja, das würden wir auch machen. So. So, Biomasse-Burner, die Treppe dann vorne haben. Doch nicht im Kurs, ne? Geht außerhalb vom Kurs. Okay, den müssen wir dann doch nochmal rausreißen hier. Und dann Biomasse-Burner, müssen wir den natürlich in die richtige Richtung schicken. Gehen die alle? Gehen so alle. Okay. Hm. Kriege ich jetzt keine Connection zu dem. Ach, weil die da hinten erst kommen. Ah, okay. Okay, gut, ja. Dankeschön, dass ich das noch erfahren darf. Gut, und dann geht's hier weiter. Ein so ein Biomasse-Burner nach dem nächsten hier hinstellen. So. Das ist doch schon mal ganz hübsch. Theoretisch müsste ich die eigentlich einen drehen, ne? Damit die von den Treppen her so stehen, dass die Treppen vorne sind. Also wenn wir schön bauen wollen, müssen wir die jetzt nochmal drehen. Komm. So viel Zeit haben wir noch auch nochmal. Haben wir schon so viel verplempert hier in dem Spiel, da können wir auch das noch machen. Das Gute ist ja, dass man keine Rohstoffe dadurch verliert. So, Biomasse-Burner. So, dann müssen wir die Treppe so halten. So. Zack und zack. Es ist ja schnell gebaut. Das ist ja wirklich... erstens, dass man die Ressourcen halt eben nicht verliert. Das ist schon mal ganz cool und es ist halt eben doch schnell gebaut hier. Also, Klick und dann geht der ganze Quatsch hier. So. Gut, jetzt brauchen wir Strommasten. Und zwar brauchen wir jede Menge von. Der ist auf der 1. So, den Strommast, den stellen wir immer. Stellen wir den denn hin? Muss ich sogar hier mittig stellen. Ach, verdammt. So, den stellen wir immer genau an die Ecke von dem. Genau, von dem Tritt. Also quasi hier immer hin. Den an die Ecke von dem Tritt. Okay, hier gibt es auch zwei Möglichkeiten. So. Tun wir das hier drüben auch, aber dann tun wir das natürlich an die Seite. Wo ist das denn? Achso, das ist dann ein bisschen. Na, der steht falsch. So, gut. So, dann brauchen wir jetzt elektrische Leitung. Und zwar von hier nach dort. 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 Von hier nach. Wann? Haben wir kein Kabel? Moment. Wir haben kein Kabel. Kabel haben wir nicht. Aber da machen wir uns jetzt. Da machen wir gar kein großes Fehlerlesen. Dann gibt es jetzt hier ganz schnell Production, Crafting Bench. Stellen wir uns hier wieder eine rein mit in die Werkstatt. Und dann machen wir uns schnell mal Kabel. Das kriegen wir ja schnell hin. Das sollte geregelt werden. Oh, ich bin, nicht, dass gleich einer zu Besuch kommt. Na gut, das würden sie ja sehen, dass ich eventuell hier am Aufnehmen bin oder so. Könnte sein, dass jemand zu Besuch kommt hier in den Kanal. In dem TS-Raum halt gerade, in dem ich gerade hier
bin. Habe ich gerade gesehen, dass ich nämlich nicht in den Aufnahmechannel gegangen bin. Und gerade jemand, mit dem ich eigentlich nachher noch was aufnehmen möchte. Armored Wolf, hier soll heute noch, naja, wenigstens eine Folge gemacht werden. Wie ich es erstmal habe und dann. Wir werden lieber ein paar mehr, weil wegen Ausnutzen des Tages Premium, den man dafür aufwendet, aber naja. Muss ich aber auch gerade mal sagen, dass ich bei Armored Warfare jetzt in den Kistenzeugs was gemacht habe und das fand ich war gar nicht cool, weil die Kisten das hat mich jetzt schwer enttäuscht, also quasi was ich da bekomme für das Geld. Also wenn man dann da über 40 Euro habe ich da investiert und habe quasi nicht mal die Hälfte von einem 10er Panzer gekriegt, also da werde ich dann in der Folge wahrscheinlich auch noch was zu sagen. Dass ich das dann so leider, dass ich das Spiel gerne unterstützen wollen würde, aber auf diese Art und Weise halt nicht. Ich meine, klar, so ein 10er Premium Panzer ist natürlich was wert, aber ich sag mal so, ich habe schon mal Glück gehabt, dass ich noch 11 Kisten sowas hatte. So. Gut, dann haben wir das jetzt hier alles verkabelt. Hier fehlen noch Wände, sehe ich gerade. Das müssen wir natürlich auch noch beheben. Walls. Diese hier bitte. So. Gut, jetzt haben wir natürlich dann einen Übertragsmast irgendwo gewonnen hier. Warte mal, kann ich jetzt hier eigentlich? Nee, hier kann ich nicht. Hier ist nämlich das Förderband dahinter. Jetzt müsste ich irgendwie nach oben kommen, ne, auf das Dach und von da aus dann auf die Ecken quasi die Masten stellen, die den Strom abgeben. So, ich könnte jetzt quasi kann ich da oben auf die Ecke dann so einen Mast stellen? Powerpole? Dann nehme ich nicht auf die Ecke, ne? Ich mache mir da auf die Ecke. Wieso geht mir jetzt da nicht hin? Irgendwas anderes im Weg, sagt er. Naja, gut, okay. Dann gehen wir mal nach oben. Und gucken mal, wie wir das hinkriegen. Vielleicht kann ich den noch direkt auf die Ecke vom Haus stellen. Das wäre auch ganz gar nicht mal so unedel. Und dass ich dann einfach durch das Loch durch den Strom noch hochhole. Beziehungsweise cool wäre es, wenn man irgendwas hätte, wo man den Strom dran vorbeilegen kann, ne? So, jetzt gucken wir mal, kann ich den direkt da oben auf die Ecke stellen? Natürlich nicht. Ich könnte ihn hier auf die Ecke stellen. Hm. Also man braucht die Foundation hier unbedingt. Hm. So, dann kann ich wahrscheinlich auch den Pol genau auf die Ecke machen, so wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Ich habe aber keine Möglichkeit mehr zum anderen Pol durchzukommen, ne? So, dann könnte ich jetzt so von hier den Strom, mal gucken, ob das geht. Den Strom da oben ran. Geht nicht, das ist ein Weg. Platte im Weg. Also ich müsste hier einen Power Pol machen. Und dann kann ich dann da rauflegen. Gut, okay. Dann müssten wir hier irgendwas hinbauen, dass wir hier nicht reinfallen können, ne? Gibt's denn einfache Geländer? Das wäre ein einfaches Geländer, aber dann geht der Kabel durch. Das geht. Na gut, dann lassen wir das so. Also wenn das so geht, das wird bestimmt mit irgendeinem Patch dann nicht mehr gehen und dann fliegt mir hier alles durch die Gegend oder so, aber okay, dann haben wir den Strom von der einen Seite schon mal bis darüber. Also ich habe die untereinander, sind die auch noch nicht verknüpft, ne? Das muss ich dann genauso machen, dass ich die untereinander verknüpfe. Gut, dann kommt das hier mal hoch.
Also ich muss hier oben quasi noch eine Leitung quer so legen, damit die unter, dass die einmal miteinander verknüpft sind. Dann brauchen wir jetzt einen Pole, einen dort hinten genau auf der Ecke wollen wir einen haben und hier wollen wir natürlich genau einen auf der Ecke haben. So. So. Zwei. Um, da dran. Du, um da dran. Und dann können wir hier das Teil reinsetzen. Ganze viermal und dann kommt da der Strom einfach so raus, aber wir können hier oben drüber gehen. Naja, gut, okay. Ist nicht ganz political correct, aber es funktioniert. So, und jetzt sind auch die Stromkreisläufe verbunden vom Rest. So, was ist jetzt los hier für ein Licht? Achso, dann geht der Mono auch, alles klar. So, und hier werden wir ganz kurz das wegnehmen. Und das wegnehmen und da werde ich auch einfach die normalen Bodenplatten reinlegen. So. Dann haben wir hier so ein Loch drinne. Gut. Sieht doch schon mal ganz gut aus. Ich würde auch sagen, das reicht aus, wenn wir es an zwei Ecken quasi abführen, den Strom. Für unser Werk. Und dann geht das alles über eine Leitung. Hauptsache die Leitung glüht da nicht weg. So, da unten sehen wir nämlich schon, da unten ist nämlich Bedarf an Strom. Dann müssen wir natürlich hier auch aufs Dach irgendwie den Strom raufbringen und dann nach unten. Da werden wir mal gucken, wie wir das hinkriegen, ne? Gibt es eigentlich Fallschirme? Ich glaube, es gibt Fallschirme im Spiel, ne? Wie man von so einem Dach auch runterspringen kann. Aber wir haben unser Kraftwerk fertig gebaut. Das ist quasi das, was ich erreichen wollte. Heute und hier. Oder hier und heute. Wenn ich das mal so sagen darf. Halt. In die Etage. Und wir werden jetzt hier alle mit Biokraftstoff quasi versorgen. Und dann werden wir mal gucken, wie lange das anhält, bis die Werke dann hier den ganzen Biokraftstoff verbraucht haben. Da gibt es auch eine Taste, wo man direkt rüberziehen kann, ne? So. Aber ehe wir hier alle angeschlossen haben, das dauert natürlich. Verbrennen die eigentlich kontinuierlich, auch wenn ich gar keinen Strom abnehme? Nö, ne? Die haben jetzt den einen verbraucht, klar, weil sie anlaufen. Aber solange wie ich keinen Strom abnehme, sollte eigentlich auch nichts passieren. So. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Power jetzt hier. So, ordentlich Bärenbooster hier drin, ne? Na gut, ist auch gerade Nacht draußen, ne? So. Dann nehmen wir hier mal den letzten Rest noch mit. Dann gehen wir hier drüber. Kann was hoch? Ja, kann was hoch. Nehmen hier das mal mit. Dann müssen wir einmal runter, dann müssen wir unten mal ein bisschen plündern. Mal ein bisschen was von Hand mal hochtragen. So. Und dann sieht es aber auch schon so aus, dass wir dort aller Wahrscheinlichkeit nach mal neue Biomasse machen müssen. Also Bäume fällen, Blätter sammeln. Da werden wir auch wieder eine ganze Runde, glaube ich, gut dran arbeiten. Gut ist, dass man hier wirklich durchgehen kann durch die Teile. So. 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 Dann auf dieser Seite noch ein bisschen die Stück versorgen. So, müssen wir nochmal runterjumpen, ganz fix. Hier auf unseren Treppen und mal aus dem anderen Lager noch schnell was rausholen. So, gehen wir hier mal ganz kurz hin, holen hier noch mal ein bisschen raus. Ich glaube, ich brauche mindestens noch 7, bin mir aber nicht sicher. Ich nehme mal 8 mit, den Rest kann ich hier oben auch in den Container legen. So, muss ja nicht alles über das Förderband laufen dann. Mal hoch hier, jetzt der Ausgang da. Gut, dann habe ich hier noch die 6, brauchte ich nur noch, alles klar. Na gut, den Rest legen wir einfach in den Container rein, das ist ja schon mal ganz gut. Oder beziehungsweise 200 behalten wir jetzt auch für uns, weil wir dann nämlich gleich in den nächsten Folgen mal einmal mit der Kettensäge hier durch die Botanik wieder laufen und dann was Natur holen, die wir zur Biomasse machen können. Und dann das auch ausnutzen können. So, gut, also wir haben jetzt hier, wie viel haben wir jetzt im Betrieb?
Wie sind das jetzt? 7 oder 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 14, 28 von den Biomasse-Burnern haben wir, die jeweils 20 Kilowatt bringen, ne? 20 Megawatt, nicht Kilowatt. Heißt, das sind 560 Megawatt. Ach, da hätte ich auch einfach da gucken können. 560 Megawatt Kapazität haben wir jetzt hier erstmal geschaffen. Also das könnte jetzt mal eine Weile vorhalten. Alles klar. Dann machen wir ein schönes Foto hier von dieser ganzen Anlage hier. Das sieht doch ganz gut aus. So. Foto taken. Das war eine Folge Satisfactory auf Steam Game Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wir haben unser Energieproblem jetzt erstmal so ein bisschen, oder beziehungsweise die Energieversorgung erstmal sichergestellt und gehen wieder auch doch auf die Zentralenergieversorgung, damit wir eine Stelle haben. Wenn jetzt irgendwo Strom ausgeht, geht er halt überall aus. Das wird dann leider so sein. Aber dann wissen wir ganz genau, okay, wir müssen hier reinlaufen und dann, das Einzige, was wir nicht direkt ans Netz anschließen werden, ist, glaube ich, die Produktion des Biokraftstoffs selbst, damit wir die ganz schnell autark in Gang kriegen, indem wir da ein bisschen Biomasse reinschmeißen, ein bisschen Biokraftstoff und dort dann unten die Anlage erstmal in Gang bringen, dass wir dann wieder Biomasse kriegen, Biokraftstoff kriegen. Ich weiß nicht, ob man Holz nachher noch anbauen kann oder Biomasse, quasi ob man Agriculture betreiben kann, um quasi diese Biomassewerke hier vollautomatisch mit irgendwas zu befüllen oder so. Oder ob man wirklich auf Kohle gehen muss. Aber die Kohle scheint ja dann endlos zu sein, wenn es dafür diese Pads gibt. Aber wir haben hier hinten erstmal einen ordentlichen Wald. Da können wir noch ordentlich fällen. Da geht noch was. Alles klar. Bis denn. Achso, wenn es euch gefallen hat, ne? Daumen nach oben und so. Ihr wisst ja. Tschüss.